Hier lockt die Zockergemeinde und willkommen zu einem kleineren Gameplay-Video, denn das Spiel ist jetzt unbedingt groß und zwar zu Besiege oder wie man es auch aussprechen will, keine Ahnung. Dieses Video kommt jetzt ein paar Tage verspätet, denn ich habe aktuell gerade überhaupt keine Zeit für gar nichts. Wir haben jetzt auch 10 vor 4 Uhr morgens, weil ich jetzt endlich mal mit Star Wars The Old Republic fertig geworden bin. Dieses Scheiß-Swoop macht mich einfach fertig. Ja. Besiege ist ein kleines Spiel, in dem es darum geht, in einer wirklich kleinen Aufgabe eigentlich eine Belagerung auszuführen. Ich starte dafür jetzt hier einfach mal die Map, die ich schon fertig habe. Welche war das? Das müsste hier sein. Ja. Das ist die absolut erste Aufgabe, die man hier hat. Und die Aufgabe ist einfach, dieses Gebäude hier zu zerstören. Und dafür haben wir jetzt hier die Möglichkeit, uns eine Belagerungswaffe zu bauen. Oder ja, Belagerungswaffe in Anführungszeichen. Wir können hier innerhalb unseres grauen Quadrates hier so weit bauen, wie wir wollen. Sowohl seitlich nach unten als auch oben, whatever. Wir haben hier verschiedenste Bauteile. Also, das ist verrückt, was hier alles so möglich ist. Wir können hier auch noch bewegliche Räder anbauen. Ich sage es jetzt einfach mal kurz. Ja. So. Einfach nur, wenn man es sieht, so wegen der Bewegung, ne? Und dann haben wir hier verschiedene Radtypen. Eins mit Motor, eins ohne Motor. Ist zum Beispiel so für hinten, ne? Einfach nur so zum Gleichgewicht. So, als Beispiel, wir haben größere Räder. Wir haben Stützräder. Ja, jetzt will ich mal was ausprobieren. Einfach weil ich es kann. Wie wird das hier wohl? Das wird so scheiße, dass ich, weiß ich jetzt schon, aber. Okay, crazy. Dann haben wir hier mechanische Teile. Wir haben hier etwas, eine Feder, eine Sprungfeder haben wir. Wir haben hier einen Grabber, der pappt sich dran fest. Wir haben hier eine feststehende Kamera. Also ich kann jetzt hier mit F auf die Kamera des Fahrzeuges wechseln. Vielleicht sollte ich die Dinger hier mal wegnehmen. Mist! So. Wir haben jetzt hier die normale Kamera, die im Prinzip an der Welt festgemacht ist. Und dann kann ich hier mit F die Kamera nehmen, die ich draufgepappt habe. Dann habe ich quasi wirklich die Ansicht vom Fahrzeug aus. Wir haben Waffen, wir haben einfach eine Speerspitze, die wir dran pappen können. Wir haben ein Schwert, ein Breitschwert. Wir haben eine Kettensäge, die bringt allerdings nur was bei Holz. Wir haben einen Bohrer. Wir haben eine Kanone, die hat allerdings jeweils nur einen Schuss. Wir haben eine Schrapnellkanone, die dürfte wahrscheinlich auch nur einen Schuss haben. Wir haben eine Armbrust, die hat deutlich mehr Schuss. Allerdings habe ich festgestellt, ist auch irgendwann begrenzt. Dasselbe gilt übrigens auch für den Flammenwerfer. Einen Vakuumblock. Ob der begrenzt ist, weiß ich nicht. Bisher hat der bei mir noch nicht aufgehört. Wir haben eine Wasserkanone. Wir haben eine kleine Fackel. Nutzen von dem Ding ist mir noch nicht so ersichtlich. Wir haben eine Bombe. Das ist das Einzige, was fette Mauern zerstören kann. Wir haben eine Remote-Granate. Also die können wir im Prinzip werfen und dann fernzünden.
Wir haben explosive Raketen, wo ich mir noch irgendwie überlegen muss, wie ich die fixiere, weil die liegt es da nur auf. Dann haben wir einen Feuerball. Kann ich hier noch irgendwo hinbauen? Da. Und einen irgendeinen Stein. So. Okay. Da wird einfach alles abgeschossen, ey. Die Bombe fliegt einfach, die Rakete geht los. Alter. Ja. Können Fluggeräte bauen. Dann haben wir Automaton, irgendwelche Sensoren, Timerblocker, keine Ahnung, das kommt wahrscheinlich jetzt später, wo man sowas hier braucht. Dann haben wir Panzerung, Health Resistance, irgendein Grip Pad, eine Halfpipe, ein Holder, den braucht man vor allem dann für die Bombe. Spikeball. Okay, der ist fest. Den kann man auch benutzen, um irgendwas zu rammen zum Beispiel. Ja, da kann man den Kacke hier speichern. Und ich habe schon ein paar Fahrzeuge oder ja, wie man es auch nennen will. Ich habe angefangen mit meinem Panzer hier. Hier fettes Gerät, ne? Rundherum Bohrer, da kommt kaum was ran. Dann irgendwann kam ich dann noch auf eine andere Idee. Also der Panzer hier, der ist wirklich, kann fahren, kann alles plattwalzen. Ich muss aber ein bisschen aufpassen, wenn ich zu weit einschlage, zu schnell fahre, dann bricht die Achse. Das Gewicht ist ein bisschen zu viel für die Achse. Und dann kann ich, Achtung, mit F auf die Kamera switchen, die auf dem Flugzeug ist. Mit V löse ich die Grips und dann zip. Tada! Juhu. Ja, das Fliegen ist ein bisschen schwierig. Jetzt kann ich den natürlich einfach irgendwo landen. Oder, und das ist das Krasse, ich kann versuchen, den wieder. Ah, verdammt, jetzt habe ich es verkackt. Ich kann versuchen, den eigentlich auch wieder. Punk. Mist! Blöder Ballon. Sobald die Ballons platzen, ist die Steuerung voll schwierig. Den wieder da zu landen, wo er gestartet ist. Denn die Grips, die beißen wieder, sobald ich da drauf irgendwie lande. Das ist allerdings alles andere als leicht. Huch. Alter, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ah, jetzt. Oh, komm, 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 komm. Mist! Komm. Put, 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 put. Verkackt. Na, Kamera lösen und ich kann mit dem Fahrzeug weiterfahren. Dann habe ich mein Artilleriebike gebastelt. Das ist ein sehr kleines Bike einfach, wo ich hier gegebenenfalls noch ein bisschen was Stärkeres draufbauen kann, wie die Kanonen oder eine zweite Ebene. Und vor allem, das müsste doch. Welcher Knopf war es? Moment, muss ich kurz nachgucken. H. Mit H kann ich blip, eine Hydraulik ausfahren. Stirb. Das war unausgefahren. Und so weit habe ich ausgefahren geschossen.
Und da kann ich theoretisch, wenn ich noch höher schießen will, einfach noch eine zweite Ebene dran bauen und dann geht es doppelt so hoch. Für irgendeine Mission, da brauchte ich hier mein Bagger. Brauchte ich sowas hier? Ich suche das die Aufgabe jetzt gerade. Wo ist sie denn wohl? Battlefield, Premier World, Queen's Folder. Hier, die da. In dieser Mission haben wir die Aufgabe, wir müssen ein so ein Holzpaket hier hochbringen. Und ja, da muss ich mir echt überlegen, wie mache ich das? Also, erstmal so ein Teil da. Wenn ich V drücke, dann. Ups. Ja, hab die Leertaste erwischt. Wenn ich V drücke, löst er auch wieder ab. Ich kann hier das Ding auch ausfahren. Das ist auch eine Hydraulik. So. Und dann kann ich. Zip. Plong. So und aufgestockt. Und ja, die Seitendinger hier, die sind einfach nur, damit das Ganze nicht so lodelig ist, einfach damit es zusammenhält. Muss man vor allem, wenn man mehrere Schichten macht, unbedingt dran denken, dass man die Dinger hier benutzt, die Querstreben. Die stabilisieren das Ganze einfach noch. Ist aber cool, oder? Das kann ich hier noch einlenken. Ja, und Batz! Tschüss! Ja, und dann habe ich hier zum Beispiel noch mein Speedbike. Ich dachte eigentlich mit der Säge kann ich irgendwas wirklich kaputt machen. Das hat übrigens auch eine kleine Hydraulik. Aber die Säge ist wirklich nur für Pflanzen. Die hier, die sterben halt einfach auch für den Druck. Aber jetzt habt ihr es gesehen, da fliegen sind gerade Funken geflogen. Gegen irgendwelche Personen bringt die Säge nichts. Es ist nur wirklich gegen. Es ist eine Holzsäge. Zap. Deswegen ist das Ding ja einfach wirklich nur Speedbike eigentlich. Muss ich vielleicht noch irgendwas anderes überlegen als Nahkampfwaffe. Es ist relativ klein, es ist wendig und dadurch halt auch eher schnell und deswegen passt das. Für kurze, schnelle Aufgaben oder so. Witz! Oha, habe ich ja voll den Hals erwischt. Autsch! Nee, voll durch den Kopf! Aua. Ja, dann haben wir meine Flugzeuge. Ich habe einen Jäger. Der hat hier unten drei Armbrüste. Jetzt muss ich aber gucken, was waren die Tasten zu fliegen nochmal. Das ist nach vorne, was ist nach oben? Boah, come on. Nein! Puh, Alter! Pfui. So, jetzt. So. Es gibt zum Beispiel eine Aufgabe, da muss man Ballons aus der Luft holen und da ist natürlich sowas sehr nützlich. Der ist auch ein bisschen stabiler gebaut als der kleine. Der kleine auf dem Panzer, den habe ich einfach nur so ganz kurz just for fun gebaut.
Der hier ist schon ein bisschen eine andere Hausnummer. Dann habe ich meinen Raketenbomber. Ist dasselbe Modell, nur mit vier Kanonen. Und die habe ich alle auf eine einzelne Taste gelegt, damit ich auch jede einzelne abfeuern kann. Denn ich hatte da eine Mission, da musste ich große Schiffe abschießen. Und ich glaube, ich gehe da tatsächlich sogar kurz hin. Also Schiffe, Flugzeuge. Die hier. Die Dinger hier. Ah, und ihr seht schon, die schießen auch. Und da muss man unbedingt treffen. Und zwar mit jedem Schuss. Es gibt vier, ich habe nur vier Geschütze. Da muss jeder Treffer sitzen. Verdammt. Wenn einer daneben geht, kann ich es noch regeln, indem ich einen auf Japaner mache und beim letzten Kamikaze-Flug ansetze. Und mich selbst als Kanone brauche quasi. Jetzt kann ich es vergessen. Ihr seht schon, es ist alles andere als leicht. Man muss das Ding so bauen, dass es irgendwas funktioniert. Man muss es kontrollieren können. Weil hier wird ziemlich gut auf realistische Dings gelegt. Mit Schwerkraft und alles. Oh shit. Da. Ja, keine Ahnung. Also, wenn das Ding zu schwer ist, ich hebe das gar nicht ab. Wenn das Gleichgewicht nicht passt, dann ist es unmöglich zu kontrollieren und solche Späße. Komm hoch! Und die Kanonen sind halt auch schon relativ schwer. Deswegen ist das Ding auch schon relativ schwerfällig. Mist! Komm schon, komm schon, komm schon. Der letzte, der letzte. Kacke! Warum schaffe ich es jetzt nicht? Vorführeffekt, ne? What the fuck? Ich kann auch schießen. Was ich da mal probieren will, ist quasi. Ah, verdammt, der hat den Ballon erwischt. Ist quasi das Modell, das die hier haben, ob das tatsächlich so funktioniert. Oh, der war nice! Also das war wirklich ein perfekter Schuss. Dafür der nicht mehr. Haha. War klar. Okay, naja. Jetzt habe ich die beiden verschossen, aber ich habe jetzt ja Kamikaze! Hey, ich lebe sogar noch, habe keinen Schaden. Cool. Wichtig ist es dafür, dass man hier auch noch welche hat, mit denen man rechts und links lenken kann. Und die Ballons, die halten so ein bisschen die Balance. Das ist echt krass. Und dann haben wir noch den Bomber. Und der darf jetzt bloß nicht auf den Boden krachen. Weil wenn ich ihn jetzt fallen lasse. Bumm! Da sind nämlich unten drei Bomben. Und ihr seht schon, der kommt viel schneller und leichter hoch. Weil er nicht so schwer ist. Oh, jo, und? Ich habe es zuerst mit dem versucht. Das ist so schwierig. Komm, 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 komm. Mist! Boom! Irgendwie müsste man da wahrscheinlich wirklich. Ist Lenkblätter rechts und links haben, damit man wirklich in der Schwebe bleiben kann.
Weil ich kann ja nur rechts und links fliegen, aber nicht strafen quasi. Wie so ein Raumschiff. Komm schon! Komm schon! Ich will treffen! Bam! Okay, was natürlich. Okay, jetzt will ich was. Ah, Mist. Jetzt will ich was ganz anderes ausprobieren. Ob ich die an den Haken nehmen kann, wenn ich keine Bomben mehr habe. Oh, der war nice. Okay. Weil der hat ja jetzt auch die drei Haken. Da habe ich. Ah, verdammt. Da habe ich die Bomben dran befestigt. Also, man kann hier echt crazy Zeugs machen, ne? Falsche Richtung. Okay, gehen wir zu dem hinten. Mist. Komm schon, komm schon. Alter. Verdammt, da war ich nicht hoch genug. Ach, weißt du was? Hier. Wer muss weg? Irgendeiner. Geh du mal weg. Schon besser. Jetzt hat er nicht mehr so ein Vorder Dings. Ah, okay, er hält zu stark. Aber es macht sofort kaputt. Gut, was man jetzt ja auch probieren könnte. Ich speichere das Ding jetzt mal kurz, weil ich eine Änderung vorgenommen habe, die ich auch behalten will. Was ich versuchen könnte. Hier Waffe, Schwert. Mit R drehen wir das Ding. Ach so, der hat den Ballon gerade zerstört. Okay, aber irgendwie habe ich jetzt. So, schon besser. Huch, was habe ich denn jetzt kaputt gemacht? Oh, ich weiß was. Okay, das mag er wohl nicht so mit dem Schwert unten. Komm schon. Ich will mal wirklich das Schiff erwischen und nicht. Also das Flugzeug. Oh, come on. Und nicht immer die Rotorblätter da. Alter. Meine Fresse, ey. Hör mal auf, hier auf mich zu drauf zu schießen, du Penner. Haha. So. So, komm, komm, put, 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 put. Put, put, put. Put, put, put. Mist. Okay, wir können jetzt noch was ganz anderes versuchen. Ballons hier hinten wieder dran und hier vorne den da dran. Oh, zu viel Gewicht. Gegengewichte dran. Reicht nicht. Okay. Dann bauen wir hier noch so einen dran als Gegengewicht. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Deleten wir mal die beiden hier.
Alter. Ja, jetzt passt das aber. So. Weg mit dir. Ups. Okay, funktioniert nicht. Also, meine Idee, die ich anfangs hatte, die ist tatsächlich die beste. Ja, hier kann man natürlich noch sehr viel mehr machen. Irgendwie müsste man auch ein Katapult hinkriegen. Ich habe es versucht, ich schaff's nicht. Eigentlich wollte ich, habe ich vor, bevor ich zum Flugzeug kam oben drauf, wollte ich ein Katapult drauf bauen. Aber ja, irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert. Aber es wäre theoretisch möglich, was man hier auch machen kann. Das zeige ich jetzt einfach mal hier so kurz. Ich meine, ich muss es ja nicht speichern, dann spielt es keine Rolle, was ich mache. Man kann jetzt hier beispielsweise sowas hier anbauen. Und der wird dann mit, was? Mit N und M getriggert. Mist. Irgendwie will er gar nicht. Dann bauen wir eben das hier an. Nö, das da, das mit dem hat es funktioniert, das weiß ich. So. Mit N spannen und mit M können wir es wieder loslassen. Wir können es auch weiterziehen, bis das ganze Zeug hier bricht. Und irgendwie damit müsste man ja irgendwie auf irgendeine geile Art einen Katapult bauen können. Irgendwas, das quer nach hinten kommt, dann mit einem zweiten Auslöser ein Messer, das das Seil durchtrennt und da macht's Peng. Oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Aber es müsste doch irgendwie machbar sein. Pinblock, was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, was das tut. Was passiert jetzt mit P? Hä? P? Aha! Aha! Okay. Der ist angepinnt. Da ist das also. Ich gebe gerade Vollgas. Und erst wenn ich P drücke und die Pins löse, dann tut sich was. Haha. Okay, interessant. Ha? Ha? Und wie ist es das Ding da runtergekommen? Blöde Explosivkuh! Boom! Ich brenne! Blub, alles kaputt. Ja, es ist halt einfach ein sehr lustiges Spiel. Es ist wirklich crazy, wenn man den Kram zusammenbaut. Ab und zu ist es auch wirklich, sag ich so, funktioniert doch endlich voll mit den Flugzeugen. Also man kann echt ausrasten mit dem Spiel. Aber es macht doch richtig Laune irgendwie. Multiplayer und Level Creator. Also man kann sogar selbst Levels erstellen. Was haben wir noch? Level, ja, hier Level Editor, Sandboxes. Ja, man kann sich wirklich was komplett Eigenes erstellen hier. Hallo? Muss so alles kaputt machen, muss so alles zerstören. Hier, aber ich mach's dir doch nicht so leicht. Versuch's mal zu zerstören. What the fuck? Hier und da oben noch das Killerzelt. Alter, ich wär so brutal, Mann. Alter, aber die Map, die kann man so weitläufig bauen. Shit, man kann ja echt was Riesiges hinbauen.
So. Boah, wer sich hier richtig Mühe geben will, der könnte sich hier eine ganze Welt aufbauen. Ach so, hier. Mist, ne? Warte. Ah, hier. So, load. Oh, krass. Und ja, man sieht, es soll eine Multiplayer-Map sein, deswegen haben wir einen Namen über dem Kopf. Und deswegen ist es auch so groß. Da kann man wirklich das im Multiplayer machen. Einer macht, hat so ein Bodenfahrzeug und Platz, weil es da alles platt. Ein anderer hat ein Luftfahrzeug und nimmt das Zeug, das in der Luft ist. Krass. Lass los! Blödes Teil! Boah, Alter, ist das heftig. Kann man hier auch irgendwie Flüsse oder so machen? Also wir können Tiere hinstellen. Was sind das für ein Vieh? Ach, eine Giraffe. Wir können Personen hinstellen. Soldaten. Sogar Berittene, cool. Bauern. Ein paar Fallen. Genau noch. Hier können wir ein bisschen die Map bearbeiten. Wind. Okay, cool. Ah, Tornado. Die sind nice. Noch ein bisschen Nebel. Keiner sieht die Siedlung. Was ist das denn? Checkpoint. Boost. Also wirklich? Hier? So? Geil. Was ist das? Hovering Cubic Artifact. Okay. Oh, tschö, hier, voll, crazy, bam. Und was das? Boah, krasse Mauer. Irgendeine Plattform. Hill. Floating Rock. Okay. Nee, aber so ein Hügel, ne? Ja, aber Wasser gibt's nicht. Das finde ich schade. Das müssten sie noch einbauen, dass man irgendwie auch so Flüsse dazwischen machen kann. Ich meine, wenn man hier schon solche Bäume hat und Graslandschaften hinbauen kann, dann müsste man doch vor allem bei so einer großen Welt noch Wasser haben. Hoch? Was habt ihr denn angestellt? Alter, was macht ihr? Ach so, das ist der Wind. Der Wind, der ist ja in die Richtung bläst. Ups. Ja, ist gut. Sind das verschiedene Ritter, die sich hassen? Und jetzt komme ich hier noch dazwischen. Mimi.
Miep, miep, hallo, auf mich. Sterbt ihr Heinrichs? Batz! Badadadatz! Badadada! Badadada! Hab ich alles erwischt? Ich hoff's. Ich seh nix! ja, aber alles. Gut. So, holen wir den Boost. Eieieiei. Und Boost. Naja, viel hat er jetzt nicht gebracht. Ach, wisst ihr was? Ich mache jetzt hier einen auf Kamikaze. Zap, zap, zap. Das Ding ist nämlich schneller. Außer man verkackt's mit dem Fliegen. Geronimo! Ups. Bams. Mist. Und mir fehlt ein Turbo-Booster. Ja, ich bin schon wieder viel zu lang dran, aber ja, ich mache dafür auch nur ein Video dazu. Weil mehr gibt es dann auch nicht zu erzählen. Wie gesagt, es ist ein eher kleines Spiel. Es macht kurzweilig Laune. Es ist auch ziemlich günstig. Also so ist es nicht. Man kann es sich wirklich leisten. Es ist nicht so, dass man hier irgendwie AAA Vollpreis zahlen muss für das Spielchen. Und für den Preis, den man zahlen muss, es ist echt ein schnuckes Spiel. Tada, alles zerstört. Ja gut. Ach so, genau. Der Wirbelsturm, den will ich noch kurz. Der hebt sogar den Panzer an, das ist krass. Obwohl der Panzer so schwer ist. Dann eben nicht, dann nehmen wir halt den Panzer. Zu weit eingeschlagen. Jo, hi. Zap. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Habt ihr gesehen, was ich gemacht habe? Okay, den muss ich mir echt merken. Den muss ich mir merken. Flugzeug, weg mit dir. Alter, der war echt krass. Der mit dem Schwert. Flach drauf. Ob ich es wohl noch mal hinkrieg? Verdammt! So eher nicht. Zack! Eingesackt! Leider geil! Ja, ultimative Waffe! Riesenschwert! Scheiße! Das ist, weil ich es am Haken habe. Jetzt habe ich es losgelassen und jetzt fällt es runter. Krasser Scheiß. Mit dem Flugzeughaken. Da wo ich das Flugzeug einhake, kann ich das Schwert einhaken und dann hier voll. Krass.
Krass. Den merke ich mir. Wenn ich mal so eine Map mache, dann muss ich das definitiv einbauen. Oder irgendwie in ein Flugzeug, irgendwie an ein Flugzeug. Das Ding hinlegen, mit dem Flugzeug ran, hoch, festpacken und dann, fuck. Shit. Also ihr seht schon, Möglichkeiten sind hier verrückt. Oh je, oh je. Ja, keiner sieht, dass hier was ist. Ja gut, bevor ich hier noch Stunden damit verbringe, weil man verliert sehr schnell den Überblick über die Zeit, weil es einfach zu lustig ist, verabschiede ich mich von diesem Video. Wir sehen uns im nächsten wieder. Bis denne und möge der Bauspaß mit euch sein.